60 Jahre Grundgesetz. Am 8.5.1949 erstellten die Mitglieder des Parlamentarischen Rats unser Grundgesetz und gründeten somit die Bundesrepublik Deutschland, den Staat, in dem wir heute leben. Deswegen werden sie auch Mütter und Väter des Grundgesetzes genannt. Sie sind dafür verantwortlich, dass heute jeder Mensch mit Respekt behandelt werden soll und vor dem Staat gleich ist. Dass wir heute vergleichsweise nur geringe Unterschiede in der Behandlung von Männern und Frauen haben, verdanken wir vor allem einer Frau, die in Kassel lebte und arbeitete. Elisabeth Selbert, die heute so gut wie in Vergessenheit geraten ist, wurde am 22. September 1896 in Kassel geboren. Sie war eine sehr mutige Frau und sie hat sich auch nicht dem Urteil oder Votum Dritter gebeugt. Zu dieser Zeit lernte sie Adam Selbert, ihren späteren Ehemann, kennen. Er ist Mitglied in der SPD, wodurch auch bei Elisabeth das Interesse an Politik steigt. Sie setzt sich dafür ein, dass auch Frauen in Parteien aktiv mitwirken können. Ihr Mann unterstützt sie und ermutigt sie, auch ihr Abitur nachzuholen und ein Studium zu beginnen. Nachdem ihre Wohnung 1943 ausgebombt wurde, zieht sie nach Melsungen in das Hotel Lindenlust, wo sie bis zu Ende des Krieges lebt. Während dieser Zeit fährt sie 3 bis 4 Mal wöchentlich nach Kassel und arbeitet weiter in ihrer Kanzlei als Rechtsanwältin. . 1948 wird sie als eine von nur 4 Frauen in den Parlamentarischen Rat berufen, allerdings nicht von der hessischen SPD. Die entscheidende Stunde in ihrem politischen Leben, sie hat es selbst als Sternstunde bezeichnet, war die Durchsetzung der Regelung des Artikel 3 im Grundgesetz, der ganz simpel und schlicht lautet: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Artikel wurde am 18.01.1949 angenommen. Den besonders herausragenden Einfluss, den sie sich vielleicht darüber hinaus gewünscht hätte, den hat sie nicht bekommen. Den hat sie nie bekommen, weil dafür war sie ihrer Partei zu querköpfig. Dazu hatte sie als Frau zu eigene Vorstellungen, dazu war sie zu wenig angepasst. Sie arbeitet bis über ihr 80. Lebensjahr hinaus wieder als Rechtsanwältin. Elisabeth Selbert war eine beachtenswerte Person. Selbst als ihr Kampf um die Gleichberechtigung hilflos erschien, gab sie nicht auf. Ihr verdanken wir, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau in den letzten Jahren so weit vorangeschritten ist. Ihr verdanken wir, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau in den letzten Jahren so weit fortgeschritten ist. Am 9. Juni 1986 stirbt sie im Alter von 89 Jahren in Kassel. Ich bin der Meinung, Elisabeth Selbert kann immer wieder als Vorbild herausgestellt werden. Denn leider ist es so, dass die Politikverdrossenheit in der heutigen Zeit immer größer wird. Wir leben Gott sei Dank in einer sozialen Demokratie und wir sollten unsere Rechte wahrnehmen.
Während die Väter des Grundgesetzes immer wieder geehrt wurden, erinnert man sich erst langsam wieder an die Mütter des Grundgesetzes und somit an Elisabeth. Nicht nur ihr Engagement, sondern ihre ganze Persönlichkeit und die Dinge, die sie in einer Zeit, in der Frauen nur eine Nebenrolle spielten, gewagt hat, zeigen, wie wichtig Elisabeth Selbert war. Sie war ihrer Zeit um einiges voraus, und ohne sie würde unsere Gesellschaft heute anders aussehen.